In der DDR, das ist ja Hm. auch sehr interessant. Haben Sie eben auch, wurde das Thema Lebensborn auch gar nicht Überhaupt thematisiert? nicht. Das Thema Lebensborn, das existiert in der DDR gar nicht. Ich selbst habe es ja auch nicht gewusst. Ich habe es ja auch nicht gewusst. Also Lebensborn, das Wort kannte ich gar nicht. Kannte ich nicht. Und ist auch mit niemandem, niemand hat sich da in der Beziehung geäußert, nicht mal die eigene Verwandtschaft. Da habe ich ja auch gefragt. Ne? Da hat keiner was gesagt und das Wort Lebensborn wurde um Gottes Willen überhaupt nicht genannt. Nicht? Das war wahrscheinlich also strafbar oder was weiß ich. Ne? Wurde verdrängt, Wurde oder? verdrängt, ja. Ja. Also ich habe eine auf meiner Originalgeburtsurkunde, da steht ja, geboren am so und so vielten im SS-Mütterheim Bad Polzin. Und diese Originalgeburtsurkunde hatte ich ja nicht. Die ist mir ja erst so ab, wo ich so etwa über 51, 52 Jahre alt war, da in dieses Album da reingesteckt worden von meiner Mutter. Und ich hatte eine umgebaute Geburtsurkunde. Und da hat man dieses SS rausgenommen und hat da zwei Pünktchen reingemacht. Nicht? Und drunter den Stempel gemacht, Originalabschrift. Ich habe das auch mit. Also das hat meine Mutter gemacht, weil sie wahrscheinlich gedacht hat, wenn man heiratet oder so, man brauchte irgendwann immer mal eine Geburtsurkunde. Und wenn ich dann in der DDR meine Originalgeburtsurkunde vorzeige, naja, dann weiß man nicht, was da passiert wäre. Ne? Und es ist auch was passiert. Das habe ich allerdings auch erst im Nachhinein rausbekommen. Man hat also, als diese Geburtsurkunde umgeschrieben wurde, in diese DDR-taugliche Form, sage ich mal jetzt, da wurde auch die Stasi informiert von dem Notariat. Denn es gibt eine Karteikarte mit meinem Namen und meiner damaligen Anschrift, aber da steht nichts weiter drauf. Da ist nur das Datum und wann sie angelegt wurde und von wem und so, was da so drauf steht. Und da hat man wahrscheinlich gedacht, naja, also wenn der im SS-Heim, da müssen wir mal vorsichtig vielleicht schon was anlegen. Es könnte ja ein Rechtsradikaler werden oder was weiß ich, wie man da so. Die haben ja eine andere Denkweise gehabt wie normal. Und diese Kartei ist angelegt und hab ja dann nach der Wende auch meine Akte da angefordert. Und da war diese Karteikarte drin. Ist ja nur eine Kopie von allen, ne? Aber da war das. Also das kommt mit dem Datum etwa gleich.